Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und bei Sirius. Genau, und wir haben uns heute mal hier hingestellt und machen etwas für euch. Was machen wir denn? Wir wollen uns Konsolen- und PC-Headsets für euch ansehen, testen und mal ein bisschen davon berichten, was wir so davon halten. Genau, das ist der große Headset-Test. Wir haben insgesamt 18 Headsets insgesamt auf dem Prüfstand. Die werden wir jetzt gleich euch erstmal schön vorstellen, werden euch zeigen, was wir haben. Aber wir haben auch drei Unterkategorien. Das heißt, wir haben Preise von 50 bis 80 Euro. Dann geht es so ab dem 100 Euro Bereich los bis, ich glaube, 150 Euro. Und dann von 150 Euro bis 350 Euro haben wir alles mit dabei, was eigentlich ja, wichtig ist. Ich denke auch. Also es ist ein großer Rundumschlag durch die Headset-Szene sozusagen. Also vom PC, PlayStation 3, Xbox oder für alle Systeme gleichzeitig geeignet. Und wir haben extra ja, relativ unterschiedliche Modelle auch rausgesucht, sodass für jeden eigentlich was dabei sein sollte. Genau, wenn jetzt irgendwo euer Lieblingsheadset, eure Lieblingsmarke nicht dabei ist, dann müsst ihr euch mal vorstellen, es ist eine Menge Arbeit, diese 18 Headsets erstmal zu testen und auf den Prüfstand zu nehmen. Deshalb, ja, vielleicht in ein, zwei Jahren, vielleicht machen wir nochmal sowas und vielleicht ist dann euer Lieblingsheadset mit dabei. Wir haben aber auch ein schönes Bewertungssystem, oder? Ja, wir haben die Öhrchen oder die Ohrläppchen sozusagen. Nachdem wir die Headsets so ein bisschen einteilen wollen, damit es für euch einfach leichter nachvollziehbar ist, welches Headset wir jetzt für gut oder für tauglich befunden haben. Und wir werden das in vier Kategorien einteilen. Genau, da haben wir zum Beispiel die Kategorie Klang. Mit das Wichtigste für den Gamer von heute. Wie ist der Klang von dem Headset? Was kann das Headset? Was können die Lautsprecher in den Ohrmuscheln? Was können die leisten? Wie kommt es rüber? Ein ziemlich wichtiger Punkt. Dann geht es weiter. Mit Komfort, also der Tragekomfort beim Headset ist, würde ich sagen, der zweite große wichtige Punkt. Ganz einfach, sitzt das Teil jetzt gut am Kopf. Viele zocken einfach 3, 4, 5, 6 Stunden hintereinander durch. Drückt das dann, habe ich hinterher, keine Ahnung, Riefen auf dem Kopf oder habe ich schwitzende Ohren, dass mir das Zeug hier an der Schulter runterläuft, dass ich mit einem Handtuch spielen muss. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Hör ich die Mutti, wenn sie sagt, ich soll Müll runterbringen. Dann kommt natürlich für einige Nachwuchskommentatoren und Let's Player auch wichtig, das Mikrofon. Wie ist die Qualität davon? Da werden wir einen kleinen, ja, schönen, vorgefertigten Satz mit einer Software jedes Mal identisch aufnehmen, dass ihr euch selber von der Mikrofonqualität überzeugen könnt. Ist es absoluter Müll oder ist es wirklich gut? Das bewerten wir für euch. Und dann haben wir noch die Ausstattung des Headsets, also ganz einfach, welche Kabel sind mit dabei, wie wird das Ding angeschlossen und eben solche Geschichten wie, ist es jetzt für den PC und gleichzeitig für die Konsole nutzbar oder habe ich ein sehr spezielles Headset, was ich wirklich nur an einem System nutzen kann, was dann vielleicht nicht für jeden so geeignet wäre. Genau so sieht's aus. In der Videobeschreibung findet ihr auch nochmal von den jeweiligen Headsets, die werden wir jetzt gleich hier schon mal alle ins Bild halten, da könnt ihr auf euren Favoriten draufklicken. Und da findet ihr in der jeweiligen Videobeschreibung findet ihr einmal einen Kauflink natürlich zum Headset selber oder aber auch die Herstellerseite bzw. vielleicht die eine oder andere Anmerkung. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und stellen mal die Headsets vor. Ja. Also wir fangen jetzt an mit der unteren Kategorie, das sind die Headsets. Da geht es ab 50 Euro los. Man muss ganz ehrlich sagen, drunter macht es wirklich keinen Sinn. Da können wir vielleicht irgendwas für, weiß ich nicht, für einen Discman schnappen. Ja. Das gibt ja keine, für den MP3-Player. Und wir fangen an, ich reiß mal rüber. Ja, das ist das Triton Detonator. Triton sicherlich auch bekannt für seine Konsolen-Headsets für die Xbox 360 oder die PlayStation 3. Und das ist eben eine günstige Variante, ist ein Stereo-Headset und liegt bei ungefähr 68 Euro. Genau. Und dann kommen wir zum Sennheiser und zwar zum Sennheiser PC 310. Das Headset gibt es für 49 Euro im Handel zu kaufen. Mit eins der günstigsten Headsets in unserem Test. Mal schauen, wie es abschließen wird. Ja, das ist dann die eine Nummer größer. Das ist das Sennheiser PC 320. Das ist schon vom Komfort eine ganze Ecke weiter. Kostet allerdings nur einen Zehner mehr. Das liegt ungefähr bei 59 Euro. Und weiter geht es mit Turtle Beach, dem EarForce X32. Für 66 Euro ist das Headset im Handel erhältlich. Übrigens, die Preise, die gibt es, oder die haben wir uns rausgesucht bei Amazon. Wenn es das Ganze mal irgendwo ein bisschen günstiger gibt oder ein bisschen teurer, nehmt uns das nicht übel. Wir mussten halt irgendwo einen Referenzwert rausnehmen. So, und jetzt kommen wir hier zum ersten Headset von TT eSports. Also das ist Thermaltake, die haben jetzt eine eigene eSport-Marke gegründet. Das ist das Draco und das Draco liegt bei 80 Euro. Das ist schon in dieser unteren Preiskategorie quasi eins der teuren Modelle. Das teuerste Modell sogar. Ja, das teuerste. Also über 80 kommen wir nicht. Und wir haben jetzt noch zwei Headsets, unter anderem das SteelSeries VH2.
Das Ganze gibt es auch für 50 Euro in der Medal of Honor Edition. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen. Werdet ihr aber nachher, wenn ihr euch dieses Headset nochmal anschauen solltet, definitiv sehen. Ja, dann haben wir nochmal ein Headset von Razer, das Elektra. Das ist auch ein 3,5 mm Klinken-Headset, also ein Headset für einen PC. Liegt bei 67 Euro, werden wir uns gleich auch für euch ansehen. So, ihr könnt jetzt, hier habt ihr jetzt erstmal alle Headsets nochmal im Überblick. Irgendwie schön zusammengeschnibbelt. Ich weiß nicht, wie unser Chris das hinkriegt, aber er macht es natürlich super. Ihr könnt jetzt auf die einzelnen Flächen draufklicken, wo ihr hingelangen wollt und erfahrt dann, wie das Headset abschneidet und wer vielleicht der Gewinner in der unteren Kategorie ist. Ja, würde ich so sagen, gehen wir direkt zur mittleren Kategorie über, wo wir ein bisschen hochwertigere Headsets uns ansehen werden. Genau, aber erst nach der Werbung. Gut, dass ich aufgenommen habe, schon. Ja, das war Frank. So, da sind wir auch schon wieder und jetzt geht's los mit der Mittelklasse. Und da reiche ich direkt mal das erste Biest an den Frank. Okay, also hier geht es eigentlich schon richtig ordentlich los. Das ist das Sennheiser U320. Das hat der André auch schon mal auf seinem Kanal vorgestellt. Ich habe das auch schon mal getestet, bespielt und das ist wirklich ein gutes, ordentliches Teil. Liegt bei 122 Euro. So, weiter geht es mit dem Razer Megalodon. Der Urhai unter den ganzen Dingern. Das Ding ist auch mal wirklich, es hat ein ordentliches Gewicht, willst du mal? Ja, das hat schon was, das ist also das erste wirklich schwere Paket. Genau, 139 Euro schwer ist das Paket und schauen wir mal, wie es abschneiden wird. Jetzt kommt der geheime, ja, quasi der Prototyp. Das ist hier ein Headset von TT eSports, also Thermaltake hat jetzt eine eigene eSport-Marke. Die haben jetzt erstmalig auch ein Konsolen-Headset rausgebracht, das Console One. Und wir haben das jetzt eigentlich mal so in die Mittelklasse eingestuft. Da dieses Headset noch nicht erhältlich ist, gibt es dazu noch keinen Ladenpreis. Das werden wir auf jeden Fall nachreichen. Vielleicht, wenn das Video on ist, haben wir das in Erfahrung gebracht. Wollen wir mal schauen, wie sich das Teil so anhört. Genau, und wir kommen zum, ich finde, mit zum Schmuckstück, also ja, vom Design her, ja, das Razer Black Shark. Ein wirklich sehr schönes Gerät im Battlefield 3 Design. Ne? Ist das absolut cooles Design. Ja. Genau, Battlefield 3 Design. Für 128 Euro ist dieses schmucke Ding erhältlich. So, ja, packen wir jetzt mal hier hin. Und ja, zum letzten. Ja, dann haben wir noch ein SteelSeries Headset, das Siberia V2. Auch auf jeden Fall ein sehr cooles Teil von der Optik in Frostweiß oder Frostblue. Kostet 111 Euro, hat beleuchtete Ohrmuscheln. Also da geht ihr im Dunkeln nicht mit verloren. Das werden wir uns natürlich auch noch ansehen. Und das war die mittlere Kategorie. Da geht es los ab einem Preis, den wir noch gar nicht wissen. Ab 111 Euro bis, ja, 139 Euro. Mhm. Und jetzt gleich kommen wir, ja, zur Elite. Ja, kann man also Elite sagen? Zur Oberklasse, könnte man so sagen. Also wir haben in der Mittelklasse schon durchaus ein paar Einsteiger-Headsets, mit denen man prima klarkommen kann, also wo man sich nicht für schämen muss, auch in der unteren Kategorie eigentlich. Aber alles, was so 150 aufwärts dann ist, das ist wirklich schon hochwertig und da kann man schon richtig, richtig ordentlich mit zocken. Und zu denen kommen wir jetzt. Und auf geht's zur Elite. Und wir fangen an mit dem Karton, der schwer zu greifen ist. Das Triton 720 Plus mit einer, wie nennt man das? Decoder-Box. Mit einer Decoder-Box. Das packen wir jetzt mal hier hin. Und weiter geht es mit Triton. Ja, das ist das Pro Plus. Das ist der Nachfolger vom AX Pro. Das AX Pro war ein sehr beliebtes Headset mit mehreren Lautsprechern verbaut in einer Kopfhörerseite. Also ist eigentlich so eine Besonderheit bei diesem Headset. Das liegt aktuell so um die 140 Euro. Auch auf jeden Fall ein gutes Teil. Die ähneln sich sehr. Was die Unterschiede sind, werden wir dann auch noch bekannt geben. Genau, übrigens, das 720 habe ich eben nicht gesagt. 143 Euro. Entschuldigung. So, wir kommen aber weiter. Und zwar zu einem Headset, was es so auch noch nicht gibt. Und zwar das Astro A40. 2013er Edition, muss man so sagen. Ja, das kommt jetzt aktuell auf den Markt. Genau, da haben wir selbst bei Amazon noch nichts gefunden. Wox Games bietet es schon an, zumindest zum Vorbestellen, für 249 Euro. Ja, hier auch ein absolutes Top-Produkt von Sennheiser für den PC. Also die PC-Spieler werden das sicherlich kennen. Das ist das 360 Game. Das liegt so bei 175 Euro. Ist ein reines PC-Headset. Ist aber wirklich auch ein sehr geiles Teil, auf das ich sehr stehe. Werden wir euch auch zeigen. So, jetzt kommen wir zu der Grenze, der 300er-Grenze. ich fange an mit dem, hoppala, jetzt muss ich aufpassen, mit dem Astro A50. Ist das eigentlich wirklich so die richtige Originalverpackung? Weil da sieht man ja nichts. Ne? Also ja, das,
das sieht so aus, dass die eigentlich diese Umverpackung haben und dass dann da drin dann nochmal der wesentlich buntere Karton ist. Und das ist jetzt quasi ohne die Umverpackung. Das A50 ist im Grunde genommen, wenn man so will, das Wireless-Modell des A40. Genau, kostet 299 Euro im Handel, Astro A50. Und jetzt kommen wir zum teuersten Gerät. Ja, zum aktuell teuersten Gerät. Und das ist das Turtle Beach Sierra in der Call of Duty Black Ops 2 Edition. Also das ist im Grunde genommen das 7, also das E-Sport-Headset von Turtle Beach in der Call of Duty Limited Edition. Und ob das Teil seine 350 Euro wert ist oder nicht, sagen wir euch dann im entsprechenden Video. Genau, ihr habt jetzt hier nochmal eine komplette Übersicht. Wir gehen jetzt mal aus dem Bild. Und ihr habt jetzt hier nochmal eine komplette Übersicht im Hintergrund, wo ihr euch ja für das entsprechende Headset entscheiden könnt. Oben seht ihr wahrscheinlich, ich hoffe, dass der Chris es hinkriegt, die teuren Headsets, im mittleren Bereich den Mittelstand und unten die günstigen Headsets. Und wir schauen mal, ob es vielleicht die ein oder andere Überraschung gibt. Ja, und lass uns mal überraschen. Sucht euch ein Headset aus, klickt drauf und wir sind raus. Ciao mit V, gut Schuss. Ja, bis zum nächsten Video und haut rein. Thank you.